Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pokémon Karmesin und Purpur mit Apfel. Hallo! Wonderlock Soul Link Challenge. Yay, bevor ihr euch wundert. Ja, ich habe was Weißes auf der Lippe, ich habe eine offene Stelle. Punkt. 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 Ich glaube, okay, glaub, wirklich alle rum die größten Depris. Ja. Ich glaube, wir können noch gar nicht online, da wir jetzt höchstwahrscheinlich mit ihr hier aus dem Tor laufen müssen. Ja, ich glaube, hier werden wir nochmal wieder einen Roman. Ich mache Nemila. Oh shit, ich bin schon drin. Ja. Ich mache dann Nemila, du machst dann den, der dazu kommt. Kind! Ist der Schatten bei dir auch so verpackt? Ich habe nicht mal einen Schatten hier, weil es bei mir komplett dunkel ist. Bei dir ist es noch ein bisschen hell. So. Okay. Jetzt können wir endlich auf Schatzsuche gehen. Yippie! Was denn für ein Schatz? Worum geht's dabei? Okay. Stimmt. Das kannst du ja noch gar nicht. Komm, ich erkläre dir alles auf dem Weg. Ja, bitte nicht, sag's doch jetzt. Die Schatzsuche ist das wichtigste Ereignis an der Traubenacker-Orangenakademie. Aber trotz des Namens muss man am Ende deiner Schatzsuche nicht unbedingt ein greifbarer Schatz liegen. Es geht darum, Paldea frei zu erkunden und dabei alle möglichen Erfahrungen zu sammeln. Du kannst zum Beispiel Arenaleiter herausfordern oder Leuten im Not helfen. Und klar, wenn du einen richtigen, echten Schatz suchen willst, nur zu. Ja, okay. Auf diese Weise lernt man vieles, was an der Akademie sonst nicht beigebracht, was du an der Akademie nicht beigebracht bekommst. Alter! Es gibt auch viele Gelegenheiten zu kämpfen. Das ist ideal für mich. Wenn wir uns auf unserer Schatzsuche begegnen, müssen wir unbedingt gegen. Musst du unbedingt gegen mich kämpfen, ja? Nein. Oh, natürlich. Nein. Was kommt dann? Wenn ich Nein drücke? Ach ja, wusstest du. Ja. Ich antworte nicht drauf. Ach ja, wusstest du schon, dass du mit der Karten-App auf deinem Handy deine Ziele markieren kannst? Ich habe dir ja letztens die Arenen auf deiner Karte eingetragen, oder? Wie wäre es, wenn du sie dir als Zielorte markierst? Ach so, das ist Pepper. Du halb am Schlafen? Ja, nee, ich wusste, ja. Oh, so, Nemila. Von dir als Schulsprecherin hätte ich nicht erwartet, dass du versuchst, einer Schülerin einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Junge, was ist mit dem Typen? Nanu, Pepper? Der Name Pepper passt überhaupt nicht zu dem. Nee, überhaupt nicht. Was heißt denn hier unfairer Vorteil? Außerdem ist Lauschen auch nicht gerade die feine Art. Ich habe Kind nur etwas empfohlen. Es wird schon von selbst entscheiden, was es machen will. Kind. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber Kind hat schon andere Pläne. Oh no. Es wird nämlich mit mir die Herrscher-Pokémon suchen und die Geheimgewürze mitgehen lassen. Diese bewachen. Es hat also keine Zeit dafür, Champ zu werden. Da wir zusammen die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon abklappern. Stimmt's? Hey, was soll das? Warum erzählst du Kind so komische Sachen, die ihn gar nicht interessieren? Was ist dein Problem? Ich hab dir doch nur einen Vorschlag gemacht. Oh, der Akzent, der Mann. Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will. Oder wie war das? Ich will mich nicht entscheiden, bitte nicht. Dann darfst du auch nicht sie sagen. Musst du so S auch. Dann machen wir das jetzt mit S. Okay, wir machen's. Ring, ring. Ring, ring. Dein Handy klingelt. Falls du es nicht bemerkt hast, Kind. Junge, was ist mit dir? Oh, wer war Cassiopeia? Das warst du, ne? Das war der Hacker. Cassiopeia, okay.
Hallo Kind, also Paya hier. Ich gebe dir jetzt mehr Informationen zur Operation Stardust durch. Team Star besteht aus 5 einzelnen Banden. Jeder davon hat ihr eigenes Versteck. Deine Aufgabe ist es, die 5 Bosse dieser Banden zu besiegen. Wahrscheinlich werden sich dir Truppen von Rüpeln in den Weg stellen. Aber du hast auch meine Unterstützung. Aus sicherer Entfernung. Die Bandenmitglieder bezeichnen sich alle mit dem jeweiligen Pokémon-Typen, den ihr Boss einsetzt. Vielleicht hilft dir diese Information. Ich habe vollstes Vertrauen in dich und dein Können. Lass mich außerdem die Orte, an denen du die einzelnen Verstecke findest, auf deiner Karte markieren. Haben wir jetzt Namila, Pepper Woods und diesen Spacko? Die uns Aufgaben geben, ja. Wir sind Kind. Standort des Verstecks von Tipster wurden Karte eingetragen, ja? Gab's nicht mal so einen Wrestler-Arena-Leiter, der wo genauso aussieht wie jetzt der Kampfboss von den Team Star-Typen? Das war vielleicht. Oh, da kommt ja Hardcore Team Soul Silver mit dieser Maske. Ja, schon, ne? Also ich weiß, den habe ich in Hardgold Soul Silver mit Lukas, glaube ich, gehabt mal. Oder das war strahlender Diamant. Leuchtende Perle. Das kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das war eher strahlender Diamant. Also Diamant General. Nee, ich glaube, es war doch ein älteres Game, wo der Arena-Leiter so ein Wrestler-Typ war. Ja, Diamant und Perle. Ja gut, auch Diamant, ja, genau, das stimmt, ja. Jeden Boss, den du besiegst, wartet eine großzügige Belohnung auf dich. Hä? Wer bist du denn jetzt plötzlich? Team Star macht nichts als Ärger und seine Mitglieder sind schlicht und einfach gefährlich. Kind sollte sich da am besten vollkommen raushalten. Boah, hat man den Nisa gerade gehört? Ich hoffe nicht. Nein, ich nicht. Oh gut, ich hab den Mute-Button noch gedrückt. Ah. Ganz genau. Außerdem geht es ja schon mit mir auf die Suche nach besonderen Zutaten. Oh Gott, warte mal. Geht es? Niesanfall? Oh, ja. Kind wird schon selbst entscheiden, was es machen will. Nicht wahr, Nemila und Pepper? Moment mal, woher kennt diese Person unseren Namen? Es freut mich schon drauf, dich in Aktion zu sehen, Kind. Was war das denn bitte? Kind, es ist zwar toll, dass du so schnell so viele Freunde gefunden hast, aber pass auf, dass du dich nicht in gefährliche Sachen verwickeln lässt. Okay, belassen wir das Thema am besten dabei, denn jetzt beginnt das Abenteuer. Ich mach mich auf, um gegen jeden einzelnen Trainer zu kämpfen, der mir vor die Nase läuft. Wenn ich hart an mir arbeite, um die Allerstärkste zu werden, wird diese Erfahrung ganz sicher zu meinem ganz persönlichen Schatz. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich klappe die Arenen wieder ab und trainiere dabei neue Pokémon. Ich zeig dir mal ein Foto, damit du weißt, wie die Gebäude aussehen. Das sind ja voll nice Dinge. So ein Hochhaus halt. Nur das World Trade Center mäßig. Und wir sind das Flugzeug, das ankommt. Jetzt haben wir zwar alle auf dich eingeredet, aber letztendlich entscheidest du, wohin dich deine ganz eigene Schatzsuche führt. Geh, wohin du willst und mach das, wozu du Lust hast. Das meintest du. Ja. Mein ganz persönlicher Schatz. In meinem Fall wäre das dann wohl Massen an Geheimgewürz, ist ja klar. Was wollt ihr dir sagen? Wenn ich die Gewürze in die Finger bekommen habe, mache ich dir das beste Sandwich deines Lebens, versprochen. Sind billig. Hey, Bro! Agia! Agia? Was ist du denn schon wieder? Ich glaube, es hat Interesse an dem Sandwich, das du gerade erwähnt hast.
Du bekommst sicher nichts davon ab. Ja, ja. Du scheint es jemand dir kaum abwarten zu können, dich auf den Weg zu machen. Will es vielleicht, dass du auf ihm reitest, Kid? Drücke den Plusknopf, bla bla bla, aufzusteigen. Ja, komm her. Drückst du während des Reitens B, springt es, bla bla bla, drückst du erneut Plus, absteigen. Jetzt will ich mich fragen, wo ist der Rest von diesem Reifen, wenn der nicht in seiner Transport-Ding, naja. Ist halt nicht aufgepumpt. Das ist wie so ein Huhn, wie so ein Huhn-mäßig, wie nennt man, Frösche-mäßig. Wie so ein Hoden halt. Oh no. Dem Rücken von Miraidon Koraidon kannst du bestimmt ohne Probleme alle Winkel von Paldea erreichen. Dieses Kopfschütteln. Aber Stimmung dafür, dass wir nicht mehr Koraidon und Miraidon, sondern Motorrad sagen, damit wir nicht die ganze Zeit beide Namen sagen müssen. Ich weiß ja nicht. Wenn du nach den Herrscher-Pokémon suchen willst, verlässt du die Stadt am besten durch das Osttor. Osten. Aber weil du ja eigentlich auf dem Weg zu den Arenen bist, solltest du das Westtor ansteuern. Auf der Ostseite verläuft man sich leicht. Ich mache mich jetzt auf die Socken. Sieh zu, dass du keine Wurzeln schlägst und gleich nachkommst. Kann man nicht alle machen, oder? Das kann man, denke ich mal, direkt nacheinander. Erste Arena, erstes Herrscher-Pokémon. Und dann... Erste Bande, so würde ich vorgehen. Erste Arena, erstes Herrscher-Pokémon, erste Bande. Oder erstmal zwei Arenen, bevor eine Bande, weil ich habe gehört, die Banden sollen... Ah, du meinst mischenmäßig, also zwei Arenen, dann Bande und dann so die Herrscher-Pokémon. Ja, okay. Das sieht doch gut an. Das ist doch ein perfektes Thumbnail hier gerade. Ich muss sagen, vom Motorradmäßig finde ich Miraidon viel cooler. Vom Design Koraidon. Aber vom Motorraddesign ist es Miraidon. Okay, Miraidon sieht halt auch schon geil aus, ne? Warte, ich könnt ihr mal stillhalten? Hör auf zu gähnen, ich brauche ein Thumbnail. Hör auf zu gähnen! Aber ich finde vom Motorraddesign ist er hier besser. Von an sich im Design, wenn er auf zwei Pfoten steht, ist deiner besser. Ich finde beide sehr cool. Meiner sieht halt aus wie so ein Düsenjet. Es ist halt wirklich was anderes im Vergleich zu den alten. Alter, die hören auch nicht auf, sich zu bewegen, ne? Er geht mir auf den Sack. So jetzt. Ich finde das auch, sie mit den Reifen, dass sie so durchziehen, viel cleaner aus, als wenn der so läuft. Das sieht so komisch aus bei den Reifen. Warum hat's Reifen, wenn das die nicht benutzt? Ich wollte gerade sagen, wie mache ich das? Gar nicht. Deiner läuft nur. Warum hast du Reifen, du dummes Sau? Weil deins ist ja die Vergangenheit. Damals, weißt du, wenn du an Fred Feuerstein denkst, die sich ja auch dieses Auto gebaut haben, aber sind du gelaufen. Okay, warte, ich werde gerade angerufen, what the fuck? Ja. Oh. Gib mir 5 bis 10 Minuten. Ja, bitte, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. Ja, servus. Okay. Butter. So, wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur ersten Arena mäßig. Weil ich glaube, die sind so auf dem Level 15er Bereich. Es ist wirklich scheiße. Ich finde das echt gerade sad, dass man da nur rumlaufen kann, ne? Wo ist denn das Pokémon? Würdest du lieber die Reifen benutzen? Oder was? Es würde geil aussehen. Wo ist das Pokémon Center? Scheiße. Wie soll ich es erklären? Keine Ahnung. Guck auf der Map mäßig. Da hast du es ja. Ah, ich laufe hier gerade hin. Okay. Keine Ahnung, dein sieht zu schnell aus. Lul Bujolin. Ja, wollen wir dann... Warte, Pokémon habe ich schon geheilt. Pokémon. Ich hasse es. Ich wollte dich verarschen, dass ich die ganze Zeit Pokémon statt Pokémon sage und jetzt kann ich es nicht mehr loswerden. Dass du Pokémon oder Pokémon sagst, was? Ja, weil du hast dich immer so aufgeregt, dass ich Pokémon sage. Und ich habe deshalb weiter gesagt, um dich zu verarschen. Aber jetzt mittlerweile Pokémon. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Denk auch so, kannst du dich mal entscheiden, so mäßig? Sollen wir gemeinsam rumlaufen oder jetzt bis zu, oder jetzt halt noch ein bisschen einfach alleine dann in der nächsten Folge wieder zusammen? Wir können erstmal jetzt durch das Tor uns ein Pokémon holen. Alter!
Bei mir gibt es jetzt nämlich Essen, ey. Das ist genau schon wieder der perfekte. Ich bin einfach schon ins Tor reingegangen, obwohl ich. Hä? Warum hast du Reifen, wenn du die nicht benutzt? Ich bin jetzt in südliche Zone 2, müsste das hier sein. Das weiß ich schon aus meinem. Oh shit. Karmasin. Was siehst du? Ach, das müsste auch südlich sein. Ich müsste sogar perfekt stehen. Das kann sein, dass es das ist. Oder, was habe ich gesagt? Südliche Zone? Ich weiß es gar nicht. Du hast südlich gesagt, ja. Warte mal, ich bin gerade dumm. Ich weiß nicht, ob das jetzt Süden ist oder ob ich mich versprochen habe. Du siehst auf der Karte, wo Norden ist. Norden ist grün. Dann muss das hier... Ah, nee. Das ist West. 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 Warte, du bist bei Gelb. Du bist gelb, bei Gelb, ne? Ja. Gelb? Nie ohne. Ja, du bist im Westen, ich bin im Süden. Mal, weil ich weiß, hier bin ich auch in Dings Karmesin bei mir rumgegangen. Hier geht's auf jeden Fall zu den Arenen. Ja, warte, ich geh nochmal rein und dann gehe ich Richtung Westen, warte mal. Dann laufe ich durchs Westen. Da oben ist das Pokémon Center. Also es sieht auf jeden Fall genauso aus mit dem Wasserfall und so. Ja gut, dann gehe ich kurz zu Westen rüber. Dann bin ich, ist das hier westliche Zone. Ja, du bist in Richtung, bist du Richtung Blau oder Gelb, wenn du nach vom Tor wegschaust? Wenn ich vom Tor wegschaue, dann ist es Gelb. Das ist gelb. Von der, wenn ich in der Stadt normal bist, auf der linken Seite das Tor. Ja, das müsste das hier eigentlich sein, ne? Ja, das sieht auch so aus, da draußen schon wieder, wo du bist. Ja. Ja. Hier können wir uns wieder ein Pokémon nämlich fangen. Ja. Da muss ich sogar schon wieder leider weg, nachdem wir das Pokémon gefangen und getauscht haben. Boah, ja, komm, Nimila, geh mir nicht auf den Sack. Solange du nicht in meinem Zimmer bist, kann ich mir. Und die Nachricht habe ich gar nicht bekommen, weil ich irgendwie schon reingesprungen bin. Hä? Ich bin von oben irgendwo, wollte ich nach unten springen und ich habe mich dann nach da geworfen, weil ich in so einem schwarzen Ladescreen war. Und ich frage mich gerade so, hey, warum bin ich nicht draußen? Ah ja, jetzt kommt's. Hallo, hier ist Nimila. Wir sollten ab jetzt hin und wieder telefonieren und uns darüber austauschen, wie es so läuft. Du bist doch von der Akademie aus nach Westen aufgebrochen, stimmt's? Und sollte Moldred nicht weit entfernt sein. Es gibt, da gibt es übrigens auch eine Arena, die sich auf Käfer-Pokémon spezialisiert hat. Fordere doch die Arenaleitin heraus. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen kannst, Kind. Viel Erfolg und bis dann. Ach, mit diesen Kristallen kann man Raids machen, okay. Ja, wir machen dann immer, habe ich mir aber auch gedacht, man kann ja auch nach jedem Story-relevanten Ding, also nach jeder Arena, nach jedem Herrscher-Pokémon und nach jeder Bande sich ein Raid Ich glaube, es sind sehr wenig Routen. Ja, eben. Aber dann fangen wir jetzt mal das erste Mal. Ich würde den Raid, also dieses Rating hier am Anfang der nächsten Folge mal packen, würde ich sagen. Und ja, wir müssen ja erstmal die Arena holen. Nee, ist es nicht story-relevant, dass wir jetzt hier frei rumlaufen? Ich weiß ja nicht, was wir aus Story. Ja, ich meine, mit story-relevant Arenen, Banden und. Was habe ich gesagt? Herrscher. Ah, okay, ja gut. Das meine ich jetzt. Ich fange mir jetzt ein Voltilam. Oh, da Tiri. Oh, hoffentlich jetzt nach diesen paar Tagen kriegt man hoffentlich mal mehr als das Gleiche. Also ich was anderes als das Gleiche so. Grotti hatte dieses Pokémon, glaube ich, auf Level 100 damals. Damals. Voltilam oder Ampharos? Er hatte, glaube ich, Voltilam auf 100. Warum? Nein, nicht Voltilam, er ist sein, wie heißt die letzte? Ampharos. Ampharos, ja, meine ich. Das war stark damals, das war wirklich stark. Ist immer noch stark heutzutage. True. Ich würde es auch gern behalten, aber wir müssen sie ja tauschen. Außer ich bekomme es wieder. Gilt das? Ich wollte ja natürlich gilt das. Das gilt. Weil du hast, wir haben ja noch kein Voltilam im Team gehabt. Und wenn, und wenn du zum Beispiel diesen Tauschen Voltilam kriegst und in 3 Folgen nochmal ein Voltilam, könntest du es auch behalten. Du musst es nur nicht behalten. Aber jetzt müsstest du es behalten. Ich nenne dich Sean. Sean das Schaf. Ich weiß nicht, wie man Sean schreibt. Deswegen mache ich das selber. Sean. Keine Ahnung. Ich habe es irgendwie genannt. Okay, wer ist denn dran zu tauschen? Keine Ahnung, bis jetzt haben wir immer wieder neu starten müssen wegen. Du weißt schon.
Du ich musst, schick das hast an. du dein eines Pokémon eigentlich, was gestorben ist, bei dir auf die Box getan? Ja, das liegt hier im Friedhof. Ich habe die Box Friedhof genannt. Okay. Ich nehme Box 2, wir gehen enden hier. Ne, doch. Backup. Doch, Box, nee, Tausch. 3 wird dann Backup. 3 werden so Pokémons. Okay, ich muss jetzt sagen. Pokémons wie. das, wo ich eigentlich noch von meinem Ding hier holen könnte. Ich könnte mir das eigentlich holen von meinem Geschenk, weil ich vorbestellt habe. Ja, dann mach das. Also ja, geht ja erst, wenn wir. Ah, kannst du ja jetzt sogar machen. Wir sind ja gerade nicht. Ja, genau. Okay, aber erstmal kurz das Ding hier tauschen. Kannst ja. Nach der Folge direkt dir holen. Ich muss es wahrscheinlich in der Folge holen, um zu oder schauen, in der Folge. Bekommen, ja. Okay, dann Voltilam halt kommt jetzt einfach mal weg. Tausch. Na was? Ja, Voltilam kommt weg. Nee, bei mir war das gerade so komisch, wurde gerade auf so eine andere Sache geschwissen. Okay, der Tiri wenn kommt nicht. Auch weg. Du bist der Erste. Wenn ich jetzt wieder ein Filoni? Filori? Was willst du mit noch einem Filori? Nee, das, wo gestorben ist. Gestorben ist Felino. Felino. Wenn ich jetzt nochmal Felino bekomme, dann kotze ich, ne? Du kannst es behalten. Ich würde es sogar mitnehmen, glaube ich. Okay, mein Tausch ist durch. Ja, mein auch. Und deiner war zuerst, deiner war zuerst. Gas bekommt Sean. Und ich bekomme ein... Oh, was bist du denn? Ein Dings, wie heißt das? Das ist aus Gen 6, Leufeo. Der ist cool. Jetzt hast du Feuer-Pokémon. Ich kann's lesen. Ja, Was ist das denn? Gleich. LOL, was ist das? Digga, das ist neu. Was hast du denn? Pipto, was ist das? Das muss ich kurz... Nee, warte, ich sehe es ja jetzt gleich im Bericht, aber was ist Pipto? Pflanze. Schlingel. Ich kann mir jetzt ein Geheimgeschenk holen. Per Internet empfangen, per Seinkopf. Nein, nicht nochmal. Welches Level ist der? Ich hoffe, der ist jetzt nicht so hoch. Weil der war 6 so weit hinten. Ah, Pikachu von Terra-Typ Flug. Level 15. Hol mir. Level 15, Digga. Der sieht sehr interessant aus. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher das ist, oder? Von dem, was ich letztens mal in den Leaks gesehen habe. Dann ist es, glaube ich, das Pflanze. War das Pflanze-Feuer-Pokémon? Wenn es das ist, was ich mir gesagt habe. Aus Frankreich sogar. Okay, ja, meinst du so. Ja, warte, ist mein erstes Ausländer. Also direkt. Ne, okay, das war rassistisch. Deins bist du nun mal. Mein Feuer erstes sein. Asiatisches, nimm es so. Warte, lass mich nachgucken. Ich muss es sowieso. Okay, Pikachu Level 5. Du kommst. Warte mal, welche Zone waren das jetzt hier? Das ist Level 19! Lul. Das ist Level 19! Brauchst du gar nicht trainieren. Überhaupt nicht, das carried mich. Aber warte, ich fange mir mal kurz hier einmal das Voltilam, um zu gucken, welche Route das hier genau ist. Weil mir wird das hier nicht angezeigt. Wir haben es zuvor weggeschickt, bevor wir den Bericht geguckt haben. Weil ich muss mir das ja aufschreiben. So, ich nenne die Box mit denen, wo ich dann für ein normales Gameplay hernehme, einfach mal Rückhand. Rückhand? Ja, wo ich halt in der Rückhand habe. Ach so. Mein Ace im Ärmel. Dein Ace. Mein Ace. Level neu ist stark. Starker Aufbau auf jeden Fall. Also mit Level 19 heftig. Mein Pokémon ist paralysiert. Ich habe noch einen Paraheiler, den setze ich damit ein und ich setze sogar einfach einen Trank ein. Bericht, das ist die südliche Zone 2. Ach so, wow. Also ist es wirklich südliche Zone 2, aber keine Ahnung warum südlich, weil wenn wir hier nach Dings gegangen sind. Ja, vielleicht im nach Westen. Südwesten. Südwesten ist wahrscheinlich. Weil ich. Aber in der südlichen Zone 1 waren wir ja noch. Oder doch, das war die erste. Ja, das war die vor dem Tor, genau. Ja, dann. Ja, ich würde sagen, 30 wir gehen nochmal zum Pokémon Center. Loggen uns da. Achso, ist ja ein Sinne, ne? Ach, da oben. Oder wir bleiben erstmal hier, weil wir können hier noch mit so vielen Leuten reden. Ja, genau, wir können auch noch einige Kämpfe machen, um nochmal ein bisschen. Ich gehe erstmal unten wieder zum Tor, weil da unten ist wieder noch so eine Picknick-Alte.
Unten ist eine Trainerin. Bekommt man da was? Oder? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, die erzählt einem da noch was. Weil der ein Picknick ist orange. Ich habe meinen Beutel mit zu vielen Zutaten vollgeschopft. Hier, nimm gerne ein paar davon. Achso. Achso, wir haben 6 Erdbeeren, 6 Scheibenkäse, 3 Beeren, Konfitüre, 3 Frischkäse, 3x Pfeffer, 3x Salz. Oh. Was? Und das war's. Was schmeckt herrlich als ein Sandwich im Freien? Probier doch mal eines mit diesen Zutaten zu bereiten. Wollen wir dann auch gleich mal gemeinsam picknicken und die Seen baumeln lassen? Ne, gerade nicht, Entschuldigung. Das hat nicht so zurückhaltend. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ja, gerne. So, starre Lilia, das ist sehr schön. Dann würden wir uns erstmal wieder verabschieden. Und dieser Folge, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut auch bei IceDV vorbei, da kommen auch regelmäßig Videos. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.